Willkommen zurück zu Dreamlight Valley. Wir müssen jetzt irgendwie Löwenzahn finden und ich weiß nicht, wo ich den Löwenzahn finde. Genauso müssen wir Blumen pflanzen und... Ja, wir haben so vieles, was wir machen müssen. Ah, da vorne ist Löwenzahn. Ich sehe ihn. Ich sehe den Löwenzahn. Da ist nur das Ding. Ich habe keinen Platz im Inventar. Wie löse ich das mit dem Platz im Inventar? Weil bei mir ist nämlich alles voll. Schön, und das pulsiert auch noch. Super. Kann ich vielleicht irgendwas hier verschenken? Merlin, komm her. Ich möchte mit dir die Freundschaft erhöhen. Das funktioniert schon mal nicht. Oh, prächtig, das Dreamlight sammelt sich in den Tiefen des Brunnen. Du hast jetzt genug Dreamlight, um die Nachtdornen an der Tür des Schlosses zu vertreiben. Wir dürfen keine Zeit verlieren, beeil dich. Danke, sehr halt, freundlich bleib hier. Von dir. Hey, die Dinge, nun, sie scheinen immer ein bisschen magischer zu sein, wenn du in der Nähe bist, Truplay. Ich habe etwas für dich, ja. Köstliches Gemüse. Ah. Danke, mein Freund. Maximale Energie erhöht, eine Belohnung erhalten. Juhu! Okay. Jetzt kann ich das hier einsammeln. Da ist das andere. Oh, hier muss ich gießen. Okay. Jetzt muss ich diese blauen Dinger hier finden. Die da. Dafür muss ich wieder was irgendwo verschenken. Goofy! Goofy, komm her! wo ist denn Goofy? Goofy rennt doch hier wieder irgendwo rum. Wo ist Goofy? Komm, was machen die da draußen für einen Lärm? Natürlich ist jetzt der Gärtner direkt vor meinem Fenster. Nein, es ist kein Gärtner, es ist anscheinend die Dachreinigung oder irgendwas. Der guckt mir jetzt gerade ins Fenster. Das ist creepy. Wir wohnen im zweiten Stock. Hilfe. Was zur Hölle? Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Goofy. Goofy schläft. Dann mache ich Mickey ein Geschenk. Meine Güte. Ich will doch nur Platz haben. Kann nicht so viel verlangt sein. Mickey, oh ja. Hast du mal kurz Zeit? Woohoo! Ist wirklich toll, dich im Dorf zu haben. Es war ganz schön gruselig, bevor du hier warst. Und an einigen Orten ist es immer noch ganz schön gruselig. Ich habe versucht, das Tal allein zu beschützen, aber es war nicht einfach. Es war nicht deine Schuld. Ach, ich weiß, aber es ist schade, Nachtdornen anstelle der Blumen zu sehen. Wenn alle nach Hause kommen, möchte ich ihnen ein Tal bieten, auf das sie stolz sein können. Früher war das Tal voller Vogelgezwitscher. Ich frage mich, ob wir die Vögel wieder zurücklocken könnten. Ich habe eine Idee, lass uns ein Vogelhaus bauen. Dafür brauchen wir Blumen und Holz. Danke, Kumpel. Hey, du. Hi. Ich habe etwas für dich. Hier den Obstsalat. Oh Junge, das ist schön. Okay. Bis bald. Zwei Geschenke. Das ist creepy, ey. Die guckt echt in mein Fenster gerade rein, so ungefähr.
rausgehen. Machen die sowas? So, und jetzt muss ich die... Was waren das? Die blauen sammeln, ne? Violett blühender Bartfaden. Ich gucke schnell in meinem Inventar, welche das sind, bevor ich jetzt... Blau vielleicht dann falsch interpretiere. Weil eigentlich weiß man ja, was Violett ist, aber ich gehe auf Nummer sicher. Lila, weiß, blau, roter. Seht ihr? Und ich wäre schon vollkommen auf die Klappe geflogen. Das heißt Violett. Ich hoffe, der ist richtig. War der jetzt richtig oder nicht? Danke, dass du es mir nicht anzeigst. Nein, das war der nicht. Das war der Lila. Ah, Lila. Ablegen. Das ist das Blau. Hauptplatz ist das Herz von Dreamlight Valley. Hier versammeln sich alle Bewohner des Tals, um einander zu helfen, wenn es nötig ist, um bei jeder Gelegenheit zu feiern. Okay. Erinnert nichts dran, wir brauchen Violett. Oh ne, da komme ich jetzt gerade nicht lang. Und ich brauche den Platz. Ah! Lasst mich durch. Jetzt die ganzen Frauen unter euch. Oh, Junge, bist du blöd, Violett. Moment. War das der richtige? Violett wie in der Bartfaden. So sieht er aus. Das müsstest du sein, ne? Ja. Stelle Löwenzahn und blühenden Barttopf mit den gesammelten Gegenständen her. Ich hoffe nicht, dass ich die jetzt wieder einsammeln muss, ne? Ich glaube, ich sammle die mal lieber ein. Na. Entfernen. Gehen wir jetzt mal zum Herstellen und dann sollte das hoffentlich funktionieren. Ich glaube, hier zu leben ist eine wunderbare Sache. Ja. Zwei Stück. Wunderbar. Dabei hergestellt und jetzt muss ich sie wahrscheinlich platzieren. Vor den Laden platzieren, okay. Wobei ich das eigentlich schöner fand, als die einfach so da standen. Aber okay, gut, dann stellen wir es einfach mal vors Häuschen. Macht das ja eigentlich Sinn, ne? Nee, eigentlich nicht. Ich kann sogar noch ein bisschen weiter nach links. Und nach links, genau. Nur mit dem Weg müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Wo sind jetzt Scrooge McDuck? Also Dagobert Duck. Sei gegrüßt, Nachbar. Wir haben es geschafft. Das Geschäft blüht. Mein Laden ist gerettet.
Die Ladenfrauen sieht großartig aus, aber noch wichtiger ist, dass ich jetzt viele großartige Kleidung kaufen kann, ich jetzt einen Haufen Geld verdienen kann, die Dorfbewohner jetzt wissen, ne? Du hast im Tal einen guten Dienst geleistet. Du hast bewiesen, dass du ziemlich geschickt bist. Also schenke ich dir eine eigene Werkbank. Aber denk lieber nicht daran, mit Konkurrenz zu machen. Du willst dich nicht mit Dagobert Duck anlegen. Würde mir im Traum nicht einfallen. Das ist gut so. Dieses Dorf ist nicht groß genug für zwei Geschäftsleute mit Schwimmbecken voller Gold. Danke, Truppler. Es ist mir eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. Ich habe einen Job für dich. Okay. Bergbau. Wie wär's mit einem kleinen Tausch? Okay, blauer Bartfaden. Nee, jetzt brauche ich jetzt erstmal. Ich brauche jetzt erstmal irgendwie Platz im Inventar. Anders geht das jetzt gerade nicht. Das heißt, ich glaube, am effektivsten ist jetzt zum Beispiel mal hier. Möhrchen pflanzen. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Sache. Wenn ich nach vorne gehe. Nee, das funktioniert nicht. Okay, also man kann nur. Das war jetzt gerade ein bisschen komisch, aber ist in Ordnung. Kann anscheinend eine Viererreihe auch machen. Also man kann irgendwie 8 Stück auch gleichzeitig gießen. Keine Ahnung. Fakt ist, ich brauche irgendwoher Platz. Aber Merlin, du kannst mir jetzt bestimmt helfen, dass mein Haus größer wird. Aufgaben. Schalte das Traumschloss frei. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Na los, wir haben ein Schicksal zu erfüllen. Du hast genug Dreamlight, um die Nachtdornen vom Eingang des Schlosses zu vertreiben. Bravo. Oh, aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Begib dich sofort zum Schloss und entferne die Nachtdornen. Und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Richte deine Magie auf die Nachtdornen, Troplay. Bravo, Troplay. Bravo. Jetzt können wir endlich das Traumschloss betreten. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Jetzt erinnere ich mich, Troplay. Es geht nicht darum, was im Traumschloss ist. Es geht darum, wer darin ist. Als unser Herrscher ging und das vergessene Tal übernahm, blieben einige von uns zurück. Andere wiederum beschlossen, in ihre Reiche zurückzukehren. Jede Tür vor dir führt in ein anderes Reich zu einem Traum ihrer eigenen Welt. Das Schloss ist voller Tore und anderer Welten. Oh, du wirst hinter diesen Türen unzählige neue Freunde finden. Ich fürchte allerdings, dass sie sich an Dreamlight Valley erinnern, nicht an Dreamlight Valley erinnern werden. Es liegt also an dir, einen Weg zu finden, sie nach Hause zu bringen. Wie ich sehe, hast du gerade noch genügend Dreamlight übrig, um die erste Tür zu öffnen. Du musst dich für das erste Reich entscheiden, in das du gehen möchtest. Ich möchte... Oh. Wally wäre nett. Remy wäre auch richtig nett. Und er? Hallo, das ist Maui, bitte. Also, voll gerne. Warum habe ich nicht Herkules? Einen verlassenen Planeten mit einem schüchternen Roboter. Wunderbar, ich erinnere mich an einen schüchternen, wortkargen kleinen Roboter. Sobald du durch diese Tür gehst, gelangst du in ein anderes Reich. Hilf den Leuten dort, so gut du kannst. Erzähl ihnen von Dreamlight Valley und bitte sie um Hilfe.
Wir werden all unsere Freunde hier brauchen, um uns auf das vorzubereiten, was vor uns liegt. Du bist mir der Sammler. Was kostet jetzt so eine Tür? 3000? 3000? Nach ganz oben geht es noch nicht. Hier darf ich noch nicht rein. 4000? Und hier sind Türen, die auch noch erst geöffnet werden. Wahrscheinlich dann im Laufe von Updates. Okay. Dann Wally. Nicht das Inventar voll machen. Nein, 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 nein. Nein, doch. Oh. Gießen kann ich aber. Hallo, ich bin Toplay. Hallo, Wally. Ich bin hier, um zu helfen. Oh, ah, du scheinst verärgert zu sein. Was ist los? Oh, du kannst dich nicht bewegen. Ich finde etwas, um dich zu reparieren. Ich suche das Reich, um einen Weg zu finden, Wally zu reparieren. Hier ist eine Werkbank. Ein Lager? Der Griff des Kühlschranks fehlt. Okay. Ich will nicht Schrott sammeln. Muss hier echt alles aufräumen. Wally. Kannst du nicht eine Ordnung machen? Da nicht reinrennen, sonst renne ich wahrscheinlich dann zurück. Das ist eine Chance mal für mich, was zu essen. Stimmt, was ich schon alles verschenkt habe. Aber so viel zu dem Thema. Ich finde etwas im Body zu reparieren. Da muss ich also dann graben. Na super. Ich habe keinen Platz mehr, echt. Hier sind alles Pflanzen. Pflanzen, 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 Pflanzen. Nein. Oh, du hast nichts für mich. Wally kann sich nicht bewegen. Sollte mich noch etwas umsehen, was das ihm hilft. Hilft ihm das hier?
kann doch hier... Mehr kann ich doch hier gar nicht machen, oder? Lager öffnen. Ah, aber... Oh, ich kann da was reinpacken. Dann packe ich da jetzt erstmal rein. Aber warte mal, ich kann doch die Äpfel nehmen. Damit habe ich doch dann wieder Platz. Dann könnte ich da reinpacken. Da ist Sachen zum Essen kochen. Das? Weiße Gänseblümchen. Ah, die brauche ich aber für eine Quest. Rattensamen. Ah, jetzt darf ich das Lager öffnen, weil ich den... Ah. Sekunde, Sekunde, jetzt habe ich... Ah, jetzt habe ich es verstanden. Eine klassische Fliegerbrille. Nein. Aber ich habe hier jedenfalls Lager. Ich finde geil. Uhu, du bist repariert, Wally. Oh, direktive Erde. Versuchst du die Erde zu säubern? Brauchst du Hilfe? Sieht so aus, als würdest du diesen Müll in stapelbare Würfel verwandeln. Ich wette, das könnte dich auf der Werkbank machen. So. Den Müll. Ist alles sauber. Diese Welt ist auf seltsame Weise schön. Oh, die Sorte hat eine Menge Müll. Willst du, dass es mehr Pflanzen gibt? Was können wir tun? Wir müssen Samen sehen. Okay, also erstmal hier einsammeln und aufheben die Pflanzen, die ich hier hatte. Das ist auch noch eine Pflanze. Und da ist auch noch. Oh, Wally. Nein. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt von den Pflanzen habe. Ich müsste mal gucken. 8. Oh Mann. Okay, dann pflanzen wir mal 8 Pflanzen. Hey, du stehst im Weg. Nein. Oh, diese. Das ist wie mit Mickey. Die stehen einfach im Weg. Nein. Alter, ich drehe durch. Komm, jetzt ordentlich dahin platzieren und dann darf ich pflanzen. Krieg's noch hin. Jetzt gedrückt halten. Danke. Auswählen. Und... Daran kann sich dann Wally erfreuen. Kann man sich vielleicht gegebenenfalls drin ist, softlocken.
Gurke einsammeln. Ich glaube, dann habe ich alles jetzt hier. Ja, genau. Tanzen. Sehen wunderschön aus, ne? Bin froh, dass ich dir helfen konnte. Aber jetzt brauche ich deine Hilfe, Wally. Bist du in mein Dorf kommen? Es steckt in Schwierigkeiten. Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können. Man hat das Gefühl, als wärst du hier nicht sicher, ob du kommen sollst. Vielleicht hat Melly eine Idee, wie du dich bei mir wohler fühlen würdest. Ich werde ihn fragen. Gut. Dann bitten wir in der nächsten Folge dann Merlin um Hilfe. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich. Sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohort rein. Tschö, tschö.